In der großen Kennenlernshow von Let's Dance wurde entschieden, welcher Promi mit welchem Profi für die Show trainieren und performen wird. Zuvor mussten sie allerdings einen Gruppentanz absolvieren. Das erste Mal in 17 Staffeln gab es dafür ein Juryurteil. Tillmann Schulz sagte noch vor Showstart: "Ich habe großen Respekt vor dem Tanzparkett und stelle mich mit allem, was ich habe, dem Abenteuer Let's Dance." Herausforderung angenommen. Der Unternehmer und Höhle der Löwen-Investor wurde in der Auftaktshow jedoch besonders bitter abgestraft. Er bekam für seinen Wiener Walzer insgesamt nur 7 Jurypunkte. Mozzi Mabuse sagte: "Man sieht, dass Bewegung nicht so dein Ding ist, noch nicht." Joachim Jambi pflichtete bei: "Der Takt ist dein Feind gewesen." Damit landete er auf dem letzten Platz, das Direktticket sicherte er sich ebenfalls nicht. Somit kann Tillmann in der nächsten Sendung rausgewählt werden. Jetzt muss er besonders viel üben. Der 34-Jährige überraschte schließlich mit einem ungewöhnlichen Trainingsplan. Tillmann Schulz erklärt überraschenden Trainingsplan. Tillmann Schulz bildet in der Show mit Patricia Jonell ein Team. Sie sei im Übrigen auch seine Wunschpartnerin gewesen, verriet der Unternehmer auf seinem Instagram-Profil. Dort gibt er auch immer mal wieder Einblicke von den harten Trainingseinheiten. Abseits der Probestunden muss sich Tillmann auch noch einem anderen Job stellen. Er verriet nämlich in seiner Story, dass er dafür sogar auf ungewöhnliche Zeiten beim Trainieren zurückgreifen muss. Nachdem er zunächst mehr einer Einheit fertig war, erklärte der 34-Jährige: "Jetzt geht es kurz ab nach Hause, dann ins Büro und heute Abend geht es schon wieder nach Köln ins Hotel." Warum? Morgen früh fangen die liebe Patricia und ich an, um 4 Uhr in der Nacht zu trainieren. Den Grund für die kuriose Uhrzeit lieferte Tillmann direkt im Anschluss: "Ich sitze dann wieder im Studio von Die Höhle der Löwen." Er räumte ein: "Das wird natürlich brutal anstrengend und darauf den Tag sitze ich auch wieder im Studio von Die Höhle der Löwen." Zur Erinnerung: Seit der 13. Staffel gehört er zum Investorenteam von der erfolgreichen Vox-Gründershow. Die Dreharbeiten gehen somit auch in der Let's Dance-Zeit weiter, sodass der Sender keine Rücksicht auf Tillmanns Tanzprojekt nehmen kann. In jedem Fall freue er sich darüber, auch mal wieder richtig coole Pitches zu sehen, betonte er. Mit Blick auf die magere Punktezahl, die er zuletzt erhielt, ist es nun besonders wichtig, dass das Training nicht zu kurz kommt. Dafür wird auch extra eine Nachtschicht eingelegt.